Die tragische Geschichte von Yannick und der Switch. Vorgetragen von Dr. Professor Brain. Es war wieder ein ganz normaler Tag. Ich beendete das Schneiden eines neuen Videos für meinen Kanal und aß nebenbei meine Pizza. Währenddessen war ich auf Discord online, als auf einmal mich Tobi anrief. Yannick, hast du schon die Werbung für die neue Nintendo-Konsole gesehen? Ich hatte davon noch gar nichts mitbekommen, also sagte ich's ihm. Daraufhin sendete er mir einen Link zum Trailer. Am 3.3. war es soweit. Sie kam raus. Auch wenn ich sie mir nicht sofort kaufen konnte, habe ich auf diesen Tag hingefiebert. Ich hatte mir schon 1000 Bilder von ihr heruntergeladen und schaute sie mir jeden Tag an. So viel Motivation, wie sie mir gab, hatte ich nie gespürt. You're filled with determination. Ich konnte es kaum abwarten, sie selber mal in den Händen zu halten. Diese Form, die abgerundeten Ecken, dieses Grau, diese Joysticks. Alles bat so viele Möglichkeiten, so viele neue, geniale Spiele würden auf ihr rauskommen und ich muss warten. Oh Scheiße, was ist das? Ich lese das gerade zum ersten Mal. Heute würde ich es tun. Heute würde ich auf einer bestimmten Website mir die Switch endlich holen. Ich schrieb den Händler sicherheitshalber an, ob er mir nicht ein Bild von seiner Switch senden könnte. Schließlich möchte ich nicht betrogen werden und mein Geld zum Fenster rauswerfen. Ich musste nämlich für den Umzug von mir und der wunderbaren, wunderschönen, wunderhübschen, wundersüßen, wundertolligen, wundernetten Diana sparen. Jedoch, statt einer erhofften Antwort mit einem Bild, bekam ich nur eine dumme Bemerkung. Ich wollte ihn abzocken. Ich war geschockt. Also doch nur ein Betrüger. Klar, dass er das Geld in Amazon-Gutscheinen haben wollte, die konnte man schließlich nicht so leicht zurückkriegen. Es war der 25.3., ein Freitag. Ich war geschafft von der Woche, auch wenn ich wusste, dass ich noch viel zu tun habe. Als ein Freund mich anschrieb mit der Aussage, es gäbe wieder 20 Nintendo Switches in einem bestimmten Technikfachgeschäft. Also sprintete ich hin. Vielleicht fuhr ich auch mit dem Auto und machte mich auf die Suche. Und da sah ich sie. Sie war perfekter als auf jedem Bild, das ich je gesehen hatte. Sie liegt so schön in meiner Hand. Ein Leben ohne ihr kann und will ich mir einfach nicht mehr vorstellen. Also machte ich mich auf den Weg zum Kassierer mit meiner Liebe in der Hand. Entschuldigen Sie, kann man die Switch auch durch Finanzierung abbezahlen? Der überaus freundliche Kassierer antwortete mit, ja klar, gehen Sie doch einmal ins Gebäude nebenan und regeln Sie das Schriftliche. Danach können Sie die Switch hier abholen. Voller Freude machte ich mich auf den Weg in das Gebäude nebenan, redete mit der netten Frau, welche mir ein paar Fragen stellte, wie zum Beispiel meine Adresse und weiteres. Ich war der Switch noch nie so nah wie in diesem Moment. Kurz bevor sie das Dokument ausdruckte, kurz bevor ich endlich dieses Wunder von einer Konsole endlich in Besitz hatte, kam die tödliche Frage. Sind Sie noch Auszubildender? Ohne groß drüber nachzudenken, antwortete ich mit ja, aber ich verdiene gut, wirklich. Sie blickte auf mich mit traurigen Augen und sagte, es tut mir leid, dieses technische Fachgeschäft schließt keine Finanzierung mit Auszubildenden ab. Ich war geschockt. Ich konnte diese Worte kaum verarbeiten. Meine Welt wurden die Farben entzogen. Ich würde sie nicht bekommen. Nie. Deprimiert fuhr ich nach Hause und selbst im Schlaf ließ es mich nicht in Ruhe. Ich hatte Albträume. Die schlimmsten, die ich je hatte. Es sind 2 Tage vergangen. Noch immer schien alles farblos und trist. Dennoch machte ich einen Stream. Schließlich musste ich The Legend of Me, Breath of the Goldfish noch einmal spielen, da ich so schlau war, meinen Spielstand zu löschen. Naja, es gibt Schlimmeres. Also fing ich an zu streamen und immer wieder kamen im Chat irgendwelche Fragen zur Switch, die mir das Herz zerreißen. Doch ich antwortete trotzdem, erzählte sogar die Geschichte von Freitag. Jedes Wort über diese Konsole tat so weh, bis ich auf eine so die beste Idee meines Lebens kam. Ich hätte doch noch eine Chance, welche ich ergreifen muss. Mein Vater, er könnte sie mir kaufen und mir geben. Ich könnte sie bei ihm abbezahlen. Warum war ich nicht schon vorher auf die Idee gekommen? Mann, bin ich dämlich. Ich spielte noch etwas weiter und meine Welt bekam langsam wieder etwas Farbe, etwas Hoffnung. Ich könnte es schaffen. Auch im Chat wurde immer wieder zugesagt, ich solle doch meinen Vater fragen und nach einer kurzen Zeit tat ich dies. Ich wollte ihn erst eine Nachricht schreiben, ihn fragen, ob er Zeit hatte, doch dann, alle Hoffnungen wurden zerstört. Ich hatte keine WhatsApp-Kontakte mehr, generell keine Kontakte mehr. Wie? Warum? Nein! Dieses kleine Problem wird mich nicht hindern. Ich habe schließlich noch die Kontaktdaten meiner Großeltern. Doch auch bei ihnen kam nichts raus. Sie hatten nur eine alte Nummer, die mir nichts brachte. Also schrieb ich meiner Mom, auch wenn ich wüsste, sie würde so schnell nicht antworten.
Ich weiß sowieso nicht, für was sie ein Handy hatte, wenn sie eh nie drauf schaute. Auch wenn ich es mir nicht vorstellen konnte, schaute ich auf der Facebook-Seite meines Vaters nach, ob er seine Nummer vielleicht auf öffentlich gestellt hatte, doch zum Glück nicht. Ich überlegte kurz, ihm über Facebook eine Nachricht zu schreiben, doch wollte ihn auch nicht zu sehr nerven. Nach einer Weile bekam ich eine Nachricht meiner Mutti mit der Telefonnummer meines Vaters. Sofort rief ich an, schnackte etwas mit ihm, natürlich auch über die Switch, und ich würde sie bekommen, aber nur vielleicht. Er musste selber noch ein wenig schauen. 3 Tage später rufte mein Vater nochmal an. Ja, er würde sie kaufen und ich kann das Geld bei ihm abbezahlen. Ich war so glücklich. Sofort sagte ich allen Bescheid, welches Glück ich hatte, da ich es endlich schaffen würde. Ich war überglücklich. Ich saß gerade im Auto. Inzwischen sind 5 Tage vergangen und ich war auf dem Weg zu meinem Vati. Wir wollten sie nicht über DHL verschicken, dazu war sie mir zu wichtig. Also machte ich mich auf den Weg. Als ich bei ihm ankam, sah ich ihn schon mit einer Box. Einer ganz bestimmten Box. Mit der Box in der Hand, in welche meiner Switch war. Es war soweit. Ich würde es endlich schaffen. Ich hielt vor seinem Haus an, begrüßte meinen Vater, überredete mit ihm, als er mir die heilige Box gab. Ich musste sie sofort öffnen. Und als ich sie in der Hand hatte, endlich, kamen nur 2 Laute aus meinem Mund. Oh lol. Ohne Scheiß, großartige Fanfiction. Danke Kurayami Black für die unfassbar coole Fanfiction. Ich hoffe, euch hat diese kleine Geschichte gefallen an diesem wundervollen Sonntag. Falls ihr heute nichts zu tun habt, kommt heute Abend noch in den Stream vorbei. twitch.tv/confusebrain. Da streamen wir ein bisschen Zelda. Ich bin mittlerweile bei dem Punkt, das heißt, morgen gibt's auch wieder Zelda auf YouTube. Habt noch einen wundervollen Tag. Tüdelü mit Ü. Spoiler, mein Vater hat mir die Switch nicht gekauft. Ich habe immer noch keine Switch.